Ja, herzlich willkommen hier nach Schwandorf ins Horsch Live-Studio. Wir haben ja die vergangenen 2 Tage schon viel darüber gesprochen, über die Herausforderungen für die Landwirtschaft, Pflanzenschutzmittelreduktion, teilweise Düngerreduktion, die da anstehen, aber natürlich auch ein sich veränderndes Klima, vielleicht auch ein sich veränderndes Anforderungsprofil an die einzelnen Kulturen, die wir anbauen. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Bereich der Züchtung. Genauso muss natürlich auch die Züchtung darauf reagieren. Was brauchen wir denn in Zukunft für Sorten? Und das natürlich teilweise mit sehr langem Vorlauf. Da sind ja, wenn man sich ein bisschen reinbegibt, oft 8 bis 10 Jahre angegeben. Das heißt, wir müssen, oder die Züchter vielmehr, müssen heute entscheiden, was 2030 auf den Feldern stehen soll. Um das Thema im Speziellen beim Weizen noch intensiver zu beleuchten, haben wir uns ins Studio Herrn Dr. Hubert Kempf eingeladen von Sekoba Saatzucht. Herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Ja. Herr Dr. Kempf ist studierter Agrarwissenschaftler aus Hohenheim, hat Promotion im Bereich Sortenmischung in der Winterweizenzüchtung gemacht und ist seit 1991 Weizenzüchter, das heißt mit einem großen Background. Und ich glaube, das wird ein sehr, sehr spannender Vortrag und deswegen möchte ich direkt an Sie übergeben. Ja, vielen Dank für die interessante, nette Einführung. Das ist für mich heute auch das erste Mal, dass ich das live und so vor Kameras mache. Daher bin ich, muss ich zugeben, auch ein bisschen aufgeregt. Aber ich möchte Sie trotzdem alle, die zuhören draußen, herzlich begrüßen und möchte Sie ein bisschen in die spannende Welt der Weizenzüchtung mitnehmen. Und als ich gefragt worden bin, hierzu was zu sagen, habe ich natürlich sehr gerne zugesagt. Und jetzt kommt die aktuelle spannende Frage, schwierige Frage: Welche Züchtungsziele muss man jetzt verfolgen, um 2030 aktuell zu sein? Ich möchte aber zuerst unsere Firma kurz vorstellen. Das ist hier also der Betrieb Schweiger, wo wir bis 2007 waren. Und die Firma Secopra. Secopra ist ein bisschen so ein Kunstname, der abgekürzt einfach heißt Gesellschaft, übersetzt Gesellschaft zur Förderung der Braugerste. Gibt es seit 1902, ist eine französische Firma. 1960 wurde mit der Gerstenzüchtung begonnen, 1990 mit der Weizenzüchtung. Heute sind wir ein mittelständisches Züchtungsunternehmen und wir beschäftigen uns ausschließlich mit der Züchtung von Getreide, haben ungefähr 70 Mitarbeiter, die vorrangig in der Züchtung beschäftigt sind. Wir züchten also Wintergerste mehr- und zweizeilig, Sommergerste, Winter- und Sommerweizen, Tritikale. Unsere Anteilseigner, oder wir gehören den beiden großen Brauerei-Landhandelsgruppen Mal de Roep Soufflet sowie der Brauereigruppe Carlsberg und auch die BayWa hat Anteile an unserer Firma. In Deutschland ist die Secopra seit 1992 aktiv mit der Gründung der Secopra Saatzucht GmbH und mit dem Sitz damals in Lemgo-Hörstmar, mit der Züchtung von mehrzeiliger Gerste, Sommergerste und Winterweizen. Und auch ich und mein Team sind seit 2007 bei Secopra mit der Übernahme des Weizenzuchtprogramms damals von der Saatzucht Schweiger in Feldkirchen bei Moosbrück an der Isar. Und vielleicht, damit Sie auch eine Vorstellung kriegen, was wir umtreiben: Wir haben ungefähr in Feldkirchen 50 Hektar Zuchtgärten und 20.000 Parzellen. Zusätzlich haben wir noch von ungefähr 160 Hektar Vorstufenvermehrungen von circa 40 Sorten. Und seit 2018 ist die Secopra mit dem eigenen Vertrieb am Start, um mit dem Ziel, unsere Sorten selbst zu vermarkten. Ganz kurz nochmal unsere Zuchtstationen, Zuchtprogramme in Deutschland. Wir haben also einmal hier den Standort Lemgo-Hörstmar in Nordrhein-Westfalen bei Bielefeld. Dann haben wir mit den Zuchtprogrammen Winterweizen, Wintergerste mehrzeilig, Sommergerste mit den entsprechenden Züchtern. Und wir haben dann jetzt seit 2007 Moosbrück-Feldkirchen mit den Zuchtprogrammen Winterweizen, Tritikale, Sommerweizen, zweizeilige Gerste. Und die beiden Standorte ergänzen sich sehr gut, was die Krankheiten und Wachstumsbedingungen angeht. Und da denke ich, kann man ganz gut züchten. Wenn man überlegt, was kann die Züchtung, was kann die eigentlich leisten, denke ich, sind gewisse Grundvoraussetzungen, müssen gegeben sein, damit man überhaupt züchten kann. Und die möchte ich hier eingangs einfach mal erläutern. Und je nachdem, welches Merkmal, das man bearbeiten möchte, muss man sich als Züchter immer fragen: Welche Rolle spielt denn das Merkmal, das ich bearbeite? Also die Frage nach der Relevanz dieses Merkmals: Wann, wie oft und wie stark tritt es auf? Lohnt es sich für mich als Züchter überhaupt, zum Beispiel Winterherde zu bearbeiten, wenn Auswinterung nur alle 50 Jahre auftritt? Dann, um ein Merkmal bearbeiten zu können, brauche ich eine ausreichende Variabilität im Genpool der jeweiligen Art.
Das heißt, ich brauche Unterschiede, um dieses Merkmal überhaupt bearbeiten zu können. Wenn ich in Richtung, als Beispiel, wenn ich in Richtung Resistenz gehe, brauche ich eine Resistenz in irgendeiner Art und Weise, damit ich die in Sorten einlagern kann. Und wenn wir das nicht haben, dann muss man über neue Technologien nachdenken. Dann, wenn ich Merkmale bearbeite, muss ich die auch prüfen und testen können. Das heißt, wenn ich die nicht prüfen und testen kann, kann ich sie auch nicht bearbeiten. Kommen wir wieder auf das Beispiel Winterhärte oder Auswinterung zurück. Wenn ich keine Auswinterung simulieren kann, testen kann, kann ich auch nicht auf Winterhärte selektieren. Dann, als privatwirtschaftlicher Züchter muss man sich auch überlegen, sind die Merkmale, die ich bearbeite, dem Landwirt etwas wert? Ist er bereit für die Sorte, wenn das Merkmal in der Sorte ist, dafür etwas zu bezahlen? Also sprich, wir müssen damit Geld verdienen. Und als Züchter haben wir auch immer das Problem, wir haben einmal züchterische Lösungen und wir haben einmal auch technische Lösungen. Und was bietet Vorteile? Und hier habe ich ein paar Beispiele aufgeführt. Man kann sehr gut auf Standfestigkeit beim Getreide züchten, wir können aber auch Wachstumsregler einsetzen. Das gleiche gilt für Resistenz versus Fungizide, Insektizide. Wir können auf N-Effizienz selektieren, züchten und wir können natürlich auch düngen. Oder auch bei der ganzen Qualität, man kann sehr viel über Züchtung erreichen. Aber man kann auch über Zusatzstoffe das Ganze genauso machen und da ist oft die Ansicht, braucht man eigentlich die Qualitätszüchtung gar nicht, weil man das über Zusatzstoffe genauso hinbekommt. Was ist Züchtung? Züchtung, sage ich immer, ist ein bisschen so die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und Sie haben hier mal dargestellt ein Bild von der Kreuzung, also die wir als Züchter als F0 bezeichnen, bis, sagen wir mal, zur Sortenempfehlung. Was machen wir? Wir kreuzen im ersten Jahr, wir erstellen dann die ersten Jahre in der Züchtung eine große Anzahl von Nachkommen, sprich eine große Variabilität. Dann fangen wir ab dem fünften Jahr nach der Kreuzung zu selektieren an, machen das immer intensiver mit mehr Prüfstandorten, mit mehr Tests, mit mehr Qualitätsuntersuchungen und gehen dann, kann man dann vielleicht am Ende des 8., 9. Jahres hat man dann Material rausgearbeitet, das man in der Wertprüfung anmelden kann. Und da bleiben von vielleicht 400 Kreuzungen bei uns nach dem 8. Jahr 5 bis 10 Stämme über, die man in die Wertprüfung gibt. Dann haben wir 3 Jahre Wertprüfung beim Bundessortenamt zum Beurteilung des landeskulturellen Wertes. Dann, wenn wir Glück haben, kriegt man die Sortenzulassung. Dann geht es in die Landessortenversuche und danach kommt eventuell die regionale Sortenempfehlung. Das heißt, das Ganze dauert von der Kreuzung bis zur Sortenempfehlung ungefähr, ja, ich sage immer so zwischen 10 und 14 Jahren. Und daher auch die Frage, was muss man 2030 für Zuchtziele bearbeiten? Die Frage müssen wir uns tagtäglich stellen. Wenn wir jetzt heute im Jahr 2021 sind, sind wir bei der Anmeldung zur Wertprüfung im Jahr 2030. Also wir müssen uns heute schon Gedanken machen darüber. Dann gibt es natürlich offene Fragen zum Züchtungserfolg. Und die erste Frage ist natürlich, welche Zuchtziele, Merkmale sind in Zukunft wichtig? Darüber geht ja auch der heutige Vortrag. Dann sind es mehr so züchtungsspezifische Fragen, wie viele Kreuzungen muss ich machen, für welche Region, für welches Land möchte ich züchten, welche Züchtungsmethode setze ich an, welche Umfänge sind notwendig, an welchen Standorten und wie viele Standorte will ich mein Material testen, wie viel will ich für Resistenzzüchtung aufsetzen, wie viel einsetzen, welchen Aufwand treibe ich für Qualität, wie viel Biotechnologie, mit wie vielen Anmeldungen will ich in die Wertprüfung. Und das sind so die Fragen, die man sich für so ein Zuchtprogramm stellen muss. Aber ganz klar ist, wir haben ein vorgegebenes Budget und mit dem muss man halt versuchen, möglichst erfolgreich zu sein. Also wichtig ist, was hinten rauskommt. Ich habe hier mal am Beispiel des Weizens die Vielfalt unserer Zuchtziele dargestellt. Und da sehen Sie, dass wir ganz, ganz viele Merkmale haben, die wir bearbeiten oder auch bearbeiten können. Manche müssen wir nicht. Da ist einmal der Kornertrag mit allen seinen Untermerkmalen, wie die Nährstoffeffizienz, wie die Ertragsstabilität. Und Sie sehen da diverse Merkmale aufgelistet, die man bearbeiten kann, muss teilweise. Das sind schon einige. Dann haben wir das ganze Spektrum der Resistenz. Wir wollen natürlich sehr gesunde Pflanzen gegen die ganzen Blatt- und Ährenkrankheiten, gegen die Virosen, wenn sie denn kommen bei Weizen, tierische Schädlinge, wenn wir denn Resistenzquellen haben, können wir bearbeiten. Und vielleicht kann ich hier gleich mal einflechten lassen. Mein Ziel war immer, so gesunde Sorten zu machen, dass der Landwirt eigentlich keinen Wachstumsregler und kein Fungizid mehr braucht. Aber darauf gehe ich nachher noch näher ein. Dann haben wir natürlich den ganzen großen Aspekt oder Bereich der Qualität noch. Mehl, Backqualität mit seinen ganzen Untermerkmalen, Proteingehalt, Backvolumen, Sedi-Wert, Auswuchs, Fallzahl.
Auch die Brauqualität spielt teilweise bei Weizen ein bisschen eine Rolle, Nahrungs- und Futterqualität oder vielleicht dann auch, wenn es in Richtung Stärkeweizen geht. Sie sehen, das ist also ein ganzes Spektrum an Merkmalen, die wir eigentlich bearbeiten können, dürfen, müssen. Und im Endeffekt ist es aber wichtig, diese Merkmale mit sehr, sehr hohen Kornerträgen zu kombinieren, weil der Kornertrag nach wie vor das Maß aller Dinge ist. Und jeder Züchter setzt ein bisschen andere Schwerpunkte und auch immer die Frage, lassen sich manche Merkmale auch so problemlos kombinieren oder sind sie negativ in Bezug zueinander? Ich habe jetzt mal versucht, mögliche pflanzenbauliche Entwicklungen, Herausforderungen bis im Jahr 2030 darzustellen und Lösungsansätze durch die Züchtung aufzuzeigen. Und so möchte ich jetzt auch meinen Vortrag entsprechend ein bisschen gliedern. Wir haben einfach, denke ich, das ist hier vielleicht schon öfters jetzt auch in den Tagen angeklungen, angestrebt oder wir werden das haben, eine Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln. Der Lösungsansatz in der Züchtung ist einfach, dass wir verstärkt noch mehr in Resistenzzüchtung gehen, dass wir eine breite Resistenz gegen alle wichtigen Krankheiten bekommen und auch können auch auf Unkrautunterdrückungsvermögen selektieren, wenn wir in Richtung Einsparung von Herbiziden gehen wollen. Der nächste Aspekt wäre ja, die Reduzierung des Düngereinsatzes. Und mit der Konsequenz, dass wir geringere Eiweißgehalte mit gleichzeitig geringeren Backqualitäten bekommen. Und auch hier können wir eventuell auf bessere Stickstoffaneignung, bessere Stickstoffeffizienz selektieren. Wir können auf höhere Proteinqualität selektieren, dass die Sorten auch bei geringerem Eiweißgehalt sehr gute Backqualität haben. Oder auch die andere Konsequenz ist, wir verzichten einfach ein bisschen auf Ertrag und gehen auf Sorten mit hohem Proteingehalt. Dann ist natürlich angestrebt Ausdehnung des Ökolandbaus auf 30%. Da kann man jetzt sagen, okay, kann man eine eigenständige Züchtung für den Ökolandbau machen und spezielle Zuchtziele verfolgen. Und dann natürlich die ganze Problematik des Klimawandels, auf den ich dann auch noch ein bisschen eingehe, mit Züchtung auf Hitze, Trockenstress, Ertragsstabilität. Das sind die vier Punkte, nach denen ich jetzt meinen Vortrag ein bisschen gegliedert habe und möchte zu jedem dieser vier Punkte ein bisschen Beispiele zeigen. Was haben wir bisher in der Resistenzzüchtung erreicht oder was ist kompliziert, schwierig in der Resistenzzüchtung? Ein Problem ist, dass wir die Krankheiten über die Jahre sehr, sehr verschieden auftreten. Und das habe ich mal versucht, durch einen Befallsindex darzustellen, einfach die Bonitur mal Anzahl der Orte in der Wertprüfung 1. Wir sehen, bei Mehltau ist eigentlich nicht mehr das große Problem, tritt immer weniger auf, haben auch in der Resistenzzüchtung viel erreicht. Blattseptoria schwankt sehr stark. Wir haben Jahre mit extremem Blattseptoria-Befall, wie 2016 zum Beispiel, dann ist es wieder relativ wenig, wie die letzten zwei Jahre. Tritt sehr, sehr unterschiedlich auf. Dann haben wir den Gelbrost, der war bis 2013, 14 überhaupt kein Problem, trat einfach nicht auf und da sind bestimmte Resistenzen 2014 durchbrochen worden, ist explodiert, haben wir jetzt wieder zusätzlich im Griff. Und dann haben wir den Braunrost als nächste wichtige Blattkrankheit, die auch sehr stark schwankt. Wenn wir warme, trockene Sommer haben, tritt dieser sehr stark auf. Das ist also ein Problem der Resistenzzüchtung. Und das Fazit daraus ist, dass die Krankheiten in den verschiedenen Jahren sehr unterschiedlich stark auftreten und sind damit auch unterschiedlich wichtig. Als Beispiel nur den Gelbrost. Bis 2013 hat man gesagt, naja, Gelbrost zumindest in Süddeutschland kein großes Problem. Und in der Züchtung müssen wir dann trotzdem versuchen, in den Sorten eine Grundresistenz gegen alle wichtigen Krankheiten einzubauen. Ich habe hier mal ein Beispiel von Sorten aus unserem eigenen Hause dargestellt. Das sind hier dargestellt die Ausprägungsstufen der beschreibenden Sortenliste 2021 in der Anfälligkeit für. Die blaue Linie ist die Ausprägungsstufe Mittel, das wäre also ein mittlerer Befall. Und keine unserer Sorten ist schlechter wie Mittel, was schon mal sehr schön ist. Und in vielen Merkmalen sind sie deutlich besser und haben eine sehr gute Kombination an Resistenzen. Und natürlich kann man ja immer noch weiterarbeiten und kann das noch verbessern, aber ich denke, hier haben wir schon ein sehr gutes Spektrum erreicht. Und ich habe hier aber mal das Mittel der beschreibenden Sortenliste eingeblendet nochmal mit diesen roten Balken. Und Sie sehen, auch insgesamt in der Weizenzüchtung haben wir hier schon sehr, sehr große Fortschritte. Bei Mehltau haben wir Durchschnittsnote 3, also geringen Befall. Bei Gelbrost sind wir sehr gut. Fusarium könnte man vielleicht noch ein bisschen besser werden. Braunrost ist auch viel erreicht eigentlich. Und als Extrembeispiel möchte ich Ihnen noch ganz kurz unsere Sorte Castell zeigen. Die ist im letzten Jahr zugelassen worden, ist aus meiner Sicht die beste und die gesündeste Sorte. Hier sind einfach mal die APS, die Ausprägungsstufen, zusammengezählt. Und Sie sehen eigentlich, dass Castell hier mit Abstand die gesündeste Sorte ist über alle Krankheiten hinweg.
Und man kann also in der Züchtung sehr viel erreichen. Auch bei Fusarium, was insbesondere in Süddeutschland eine sehr, sehr große, wichtige Krankheit ist, sind wir in der Züchtung sehr weit gekommen. Wir haben also hier, das ist ein Beispiel oder ein Ergebnis von der Landesanstalt in Bayern, die hier bahnbrechende Arbeiten oder sehr gute Arbeiten macht, die die DON-Gehalte, also die Toxingehalte von Fusarium untersucht in den Weizenbeständen, in bestimmten Versuchen, in speziellen Versuchen. Und wir sehen eigentlich hier eine sehr schöne Bandbreite von ganz geringen DON-Gehalten bis sehr hohen. Und man hat also auch hier sehr viel erreicht. Die Frage ist auch immer hier wieder, wie weit nimmt der Landwirt darauf Rücksicht, welche Sorten nimmt er an, wenn jetzt zum Beispiel die ganz gesunden, Fusarium-gesunden Sorten nicht ganz diesen Ertrag bringen, wie vielleicht die hochanfälligen Sorten. Und auch aus unserem Hause, habe ich jetzt grün umrandet, sieht man, dass wir hier in Moosburg, in Feldkirchen, sehr gut auf Fusarium-Resistenz und geringe DON-Gehalte selektieren kann. Wie weit sind wir jetzt eigentlich mit der Resistenzzüchtung oder was passiert, wenn jetzt Fungizide reduziert werden oder man einsparen muss? Ist es hier dargestellt in der nächsten Folie eigentlich die Ertragsentwicklung der Wertprüfung in der unbehandelten Stufe, das ist die Stufe 1, also ohne Wachstumsregler und Fungizide, im Vergleich zur behandelten Stufe, die rote Linie. Und einmal ganz kurz, was hat die Züchtung insgesamt erreicht? Wir haben also jedes Jahr in der behandelten Stufe einen Ertragsfortschritt von ungefähr 0,46 Doppelzentner, in der unbehandelten 0,57 Doppelzentner. Und das ist also auch, wir haben ohne irgendwelchen, in der Wertprüfung, ohne Wachstumsregel und ohne Fungizide, haben wir im letzten Jahr über 100 Doppelzentner im Schnitt aller Versuche gedroschen, was für mich ein ganz, ganz toller Erfolg ist, eigentlich der Resistenzzüchtung. Und im Schnitt ist der Unterschied zwischen behandelt, unbehandelt, ja, aufgrund dieser Regressionen ungefähr bei 10 Doppelzentner pro Hektar. Also das würden wir verlieren, würde ich mal sagen, im Schnitt, wenn wir keine Fungizide und Wachstumsregler mehr einsetzen würden. Dann Fungizide, Wachstumsregler kosten natürlich auch Geld. Hier wieder ein Bild von der Landesanstalt aus Bayern, die auch den kostenbereinigten Mehrerlös bei Winterweizen immer betrachten und also den Geldertrag in Stufe 1, Stufe 2 gegenüberstellen. Und man sieht eigentlich, es gibt Sorten, die sind in Stufe 1 besser, es gibt manchmal Sorten, die sind in Stufe 2 besser. Aber wenn man das wirklich monetär mal darstellt, Gewinn, Verlust dieser intensiven Stufe, sieht man, dass wir also Sorten haben wie Axioma, was ist das, Apostel, die also eigentlich in der Stufe 1 den höchsten Geldertrag bringen. Manche reagieren noch ein bisschen auf diese Intensität der letzten 3 Jahre. Aber im Schnitt muss man sagen, würde aus meiner Sicht nicht viel passieren, wenn man komplett auf Fungizide, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen provokativ, auf Fungizide und Wachstumsregler verzichten würde. Hier mal noch bildlich dargestellt, was Resistenzzüchtung kann. Sie sehen hier ein Bild aus dem Landessortenversuch in Herxheim in der Pfalz 2018. Und dort haben ungefähr 90% der Sorten durch Braunrost so ausgeschaut, waren also total kaputt. Und im Gegenzug unsere Sorte Campesino, die ein neues Resistenzgen mitbringt, das LR24, war hier noch total grün. Also man kann viel durch Resistenzzüchtung erreichen. Nur eines muss man natürlich wissen, Resistenzzüchtung ist ähnlich wie die Entwicklung von Fungiziden und pflanzlichen chemischen Wirkstoffen auch langwierig. Es ist hier dargestellt die Züchtung der Sorte Campesino, Azori, die zurückgeht auf erste Kreuzungen im Jahr 1984, als wir Kronjuwel mit Amigo gekreuzt haben. Nur ganz kurz noch, ich habe erst 1991 in Feldkirchen angefangen, also die Kreuzungen wurden noch vor meiner Zeit gemacht. Und man sieht eigentlich, diese Resistenzzüchtung hat insgesamt bis zur Sorte 29 Jahre gedauert und dann hat es nochmal 10 Jahre gedauert, bis tatsächlich erfolgreiche Sorten wie Azori und Campesino auf den Markt kamen. Also Resistenzaspekte, denke ich, hätte ich jetzt abgehandelt. Ich glaube, das haben wir im Griff, da können wir durch Züchtung viel machen. Dann haben wir das ganze Thema Reduktion des Düngereinsatzes, geringere Eiweißgehalte, da könnten wir auch einen ganzen Tag dazu reden. Ich denke, man könnte ein bisschen auf Stickstoffeffizienz selektieren, höhere Proteingehalt, höhere Proteinqualität oder auch auf Sorten mit hohem Proteingehalt, aber geringeren Kornerträgen. Hierzu auch Beispiele. Sie sehen, ich arbeite sehr gern mit der Landesanstalt zusammen, mit dem Herrn Dr. Hartl. Und da haben wir auch gemeinsam Versuche gemacht, so Qualitätsweizen-Düngungsversuch, einfach mal gedüngt nach Düngeverordnung für A-Weizen im roten Gebiet, Düngeverordnung A-Weizen und Düngeverordnung E-Weizen.
Und Sie sehen, der Kornertrag nimmt deutlich ab, wenn wir die Düngung reduzieren. Die höchste Stufe ist immer ertragreicher und das Gleiche gilt auch für den Eiweißgehalt, der geht deutlich zurück. Und auch die Qualitäten, wie man sehen kann, Eiweißgehalt, Feuchtklebergehalt, Backvolumen sind in der Stufe 1, also Düngeverordnung im roten Gebiet, gehen auch zurück und die höchsten Qualitäten werden immer, und das muss man einfach so sehen, mit höheren Düngegaben erzielt. Was kann man jetzt machen, wenn man sagt, okay, macht doch eure Sorten einfach N-effizienter, die sollen mehr Stickstoff aus dem Boden aufnehmen. Und dazu sind auch schon einige Arbeiten gelaufen. Und ich möchte hier nur als Beispiel eine Arbeit aus dem Thüringer Landessortenversuch zeigen, dass der Herr Gudert, der dort tätig ist, immer sehr schön auswertet. Und man sieht, im Landessortenversuch gibt es eigentlich eine Variabilität von 203 Kilogramm Stickstoff, die aufgenommen werden, bis 218. Das heißt also, der Unterschied im ganzen Sortenspektrum beträgt ungefähr 15 bis 20 Kilogramm Stickstoff. Und das ist natürlich keine sehr extrem große Variabilität. Und da ist die Frage, inwieweit wir dies züchterisch nutzen können. Natürlich kann der Landwirt auch immer schauen, welche Sorten entziehen möglichst viel Stickstoff. Die baue ich dann an. Dann immer die Diskussion Rohproteingehalt und Backvolumen. Die sehen Sie hier auf der nächsten Folie. Das sind Ergebnisse aus der Wertprüfung, die wir über LS-Means-Methode verrechnet haben, 2011 bis 2020. Und Sie sehen, das Backvolumen nimmt ganz schön zu, wenn auch der Proteingehalt zunimmt. Also das Backvolumen ist über alle Sorten hinweg sehr stark abhängig vom Proteingehalt. Und jetzt kommt immer die Diskussion, ja, gibt es Sorten, die mit wenig Proteingehalt auch ein hohes Backvolumen machen? Und wir haben einmal als Beispiel hier unsere Sorte Axioma, die mit sehr hohem Eiweißgehalt macht, auch sehr gutes Backvolumen macht, aber direkt auf der Regressionsgerade liegt. Und dann haben wir auf dem anderen Fall, das ist das extrem, ja, das Gegenbeispiel dazu, das wäre unsere Sorte Asori, die mit sehr wenig Eiweißgehalt auch ein sehr gutes Backvolumen erzeugen kann oder erzielen kann. Und es gibt auch noch andere Sorten, die mit relativ wenig Eiweißgehalt ein deutlich mehr als erwartetes Backvolumen erzielen. Also auch in dem Bereich können wir weiterarbeiten, können versuchen, Sorten zu machen, die mit wenig Protein, sprich dann nachher bessere Proteinqualität, ein hohes Backvolumen erzeugen. Und das Gleiche kann man noch mal so ein bisschen darstellen über die Ausprägungsstufen Rohproteingehalt zu den Ausprägungsstufen Backvolumen anhand der beschreibenden Sortenliste, jetzt noch vom letzten Jahr 2020. Und Sie sehen auch hier, Asori ist die erste Sorte, die mit meinem Rohproteingehalt 4, sogar ein Backvolumen von APS 9 erzielt. Aber auch hier wieder sieht man die Beziehung zwischen Rohproteingehalt und Backvolumen, die nach wie vor eigentlich gegeben ist. Aber ich denke, es gibt züchterische Möglichkeiten, die Proteinqualität zu verbessern. Dann ist natürlich die Frage, wie geht man insgesamt mit dem Rohproteingehalt um? Was für Sorten strebe ich an? Welche möchte ich denn gern haben? Und hier der Rohproteingehalt im LSV Bayern dargestellt, von 2019 bis 2021, auch wieder über diese LS-Means-Methode verrechnet und nach E, A, B-Gruppen eingestuft. Und Sie sehen schon heute, wenn man jetzt rein im Landessortenversuch sich bewegt, wenn man die Handelsnorm für E-Weizen einblendet, erreicht keiner dieser geprüften E-Weizen eigentlich noch den Proteingehalt von 14%. Das ist also sehr schwierig, diese 14er Norm zu erreichen. Beim A-Weizen erreichen zwei Sorten gerade mal diese 13% und liegen drüber. Und beim B-Weizen ist es noch ein bisschen besser, da erreichen mehr Sorten noch diese Norm von 11,5. Und jetzt ist halt die Frage, was wird akzeptiert vom Markt? Wird akzeptiert vom Markt, dass wir Sorten haben wie die Sorte Asori beispielsweise, die mit wenig Eiweißgehalt trotzdem ein gutes Backvolumen macht? Oder sagt der Markt, ich möchte einfach Sorten haben wie Spontan Lemmy, die die 13er-Grenze bei A-Weizen gut erreichen. Und die nehme ich dann her. Aber da ist aus meiner Sicht ganz einfach, das muss dann halt auch entsprechend bezahlt werden, weil diese Sorten eigentlich in Relation zu einem Asori deutlich weniger Ertrag mittlerweile haben. Und das ist der Spagat, wo wir uns bewegen. Bisher waren die Aufschläge für A-Weizen, muss ich sagen, aus meiner Sicht eher sehr gering. Und daher muss man sehen, ob der Landwirt sich weiterhin auf proteinreiche Sorten mit etwas weniger Ertrag konzentriert oder ob er andere Sorten nimmt, die sich jetzt auch anbieten. Gut, damit möchte ich den Qualitätsaspekt auch schon abschließen und komme zum Ökolandbau. Und
Da ist ja angestrebt, dass man den Ökolandbau auf 30% ausgedehnt werden soll bis im Jahr 2030. Und ich denke, da ist der Lösungsansatz, man könnte eine eigenständige Züchtung für den Ökolandbau machen mit der Verfolgung spezieller Zuchtziele. Was machen wir bei Secobra? Wir haben also hier eine Weizenzüchtung, die wir bezeichnen als Weizenzüchtung für den ökologischen Landbau. Hier muss man vielleicht im Hintergrund wissen, gibt es die Diskussion, Ökosorten, die rein nur auf unter Ökobedingungen gezüchtet werden, oder auch dann, so wie wir das machen, Weizenzüchtung, Sorten für den ökologischen Landbau. Das wäre dann so eine Art Kompromiss-Hybridmodell. Und wir machen das Folgendes, wir machen also spezifische Ökokreuzungen schon seit 2002. Und das sind also Kreuzungen, die ich im konventionellen Bereich eigentlich nicht machen würde. Dann haben wir mit Naturas da, also es war schon auch immer ein bisschen mein Steckenpferd, den Ökobereich mit zu verfolgen. Die erste Sorte mit einer Sonderprüfung gehabt in der Ökowertprüfung. Diese Sorte wurde schon 2002 zugelassen. Und wir beachten eigentlich im ganzen normalen Zuchtprozess eigentlich auch so spezifische Merkmale wie Unkrautunterdrückungsvermögen, gute Backqualität bei geringen Proteingehalten. Wir prüfen dann nachher unser Material, das wir denken, das ist für den Ökobereich geeignet, auf Ökostandorten, beziehungsweise prüfen das sehr extensiv im konventionellen Zuchtgarten. Und wenn wir denken, wir haben was interessant sein könnte, interessante Stämme, Linien von Ökolandbau, dann gehen wir, und das gibt es beim Weizen seit ein paar Jahren, eine gesonderte ökologische Wertprüfung, die nur unter Ökobedingungen stattfindet, dann melden wir diese Stämme auch nur in dieser Öko-Wertprüfung an. Und unser Ziel ist auch, diese dann nach dieser Öko-Wertprüfung zugelassenen Sorten, die unsere Ökosorten, wie ich sie bezeichnen möchte, vorrangig im Ökosektor zu vermarkten. Und wir sind da momentan, denke ich, schon ganz gut dabei. Wir haben mittlerweile 3 Sorten zugelassen im Ökobereich. Das ist Wendelin, Purino und Blickfang. Für Rübezahl hoffen wir, die Zulassung im März zu haben und haben damit also auch Sorten, die im ökologischen Landbau auch angebaut werden. Gerade unsere Sorte Wendelin hat schon eine gewisse Vermehrungsfläche. Jetzt kann man natürlich auch fragen, Unkraut für Unterdrückungsvermögen, was ist das eigentlich, gibt es das, wie kann man das testen? Und das wird mittlerweile anhand von 3 Merkmalen da geprüft, getestet. Das ist einmal die Bodenbedingung im Frühjahr, die Massebildung im Frühjahr und die Wuchshöhe. Und ich habe hier mal alle Sorten, die wir so hatten, im Ökolandbau, in der WP oder im Landessortenversuch geprüft, mal ein bisschen dargestellt. Und Sie sehen, also es gibt auch in der Bodenbedeckung im Frühjahr gibt schon sehr schöne Unterschiede eigentlich. Immer ausgedrückt anhand dieser Ausprägungsstufe aus der beschriebenen Sortenliste. Dann haben wir die Massebildung im Frühjahr, die ein bisschen unterschiedlich ist, aber auch darauf kann man auch selektieren. Und dann die Wuchshöhe. Und wenn man diese 3 Merkmale zusammennimmt, sieht man, es gibt doch ganz schöne Unterschiede im Unkrautunterdrückungsvermögen. Und jetzt kann man natürlich fragen, was sind das für Sorten, die wir hier haben? Und ich habe hier jetzt mal mit Sternchen die gekennzeichnet, die konventionell gezüchtet worden sind. Und alle anderen sind eigentlich stammen aus Ökozüchtung, aus reiner Ökozüchtung oder speziell für den Ökolandbau gezüchtete Sorten. Und Sie sehen, eigentlich alle für den Ökolandbau gezüchteten Sorten weisen eigentlich auf jeden Fall im Mittelwert eine deutlich bessere Unkrautunterdrückung gemessen an diesen 3 Merkmalen auf, wie die konventionell gezüchteten, wobei man bei den konventionell gezüchteten noch dazu sagen muss, das sind alle Sorten, wo man dachte, die passen auch gut für den Ökolandbau. Daher ist es eigentlich, denke ich, man kann da hier schon auf Unkrautunterdrückungsvermögen selektieren, züchten. Und ich habe hier mal noch ein Bild mitgebracht vom letzten Jahr. Das ist ein Ökostandort mit Vorfrucht Ackerbohne, seit 3 Jahren ein Ökobetrieb, noch sehr gut versorgt. Und Sie sehen hier, wie die Glätte durchwächst. Und Sie sehen daneben dran auch eine etwas längere Sorte, wo man die Glätte lang noch nicht so sieht. Also auch hier die Wuchshöhe, denke ich, ist schon ein entscheidendes Merkmal für die Unkrautunterdrückung. Und hier muss man also händisch durchgehen, sonst hätten wir uns die Glätte wirklich alles überwachsen. Dann haben wir hier noch ein Beispiel, was wichtig ist im Ökolandbau, denke ich. Das ist einmal hier ein Ergebnis aus den Landessortenversuchen, Ökolandessortenversuchen in Bayern. Und ich kann auch jedem Landwirt, jedem nur nutzen, egal ob konventionell oder ökologisch, diese Ergebnisse sich anzuschauen und immer wieder auch mal auf die Internetseiten zu gehen, weil da wirklich gute Arbeiten gemacht werden. Und es ist hier dargestellt der Kornertrag im ökologischen Landessortenversuch, dann die Feuchtklebergehalte und die Backvolumina.
Ich habe jetzt leider keinen Pointer, kann das nicht so zeigen, aber sie sehen ertraglich sehr gut, sind eigentlich alles konventionell gezüchtete Sorten mit Chevignon, Talent, Asori und so weiter. Die dreschen also wirklich, der Ertrag ist sehr gut, auch im ökologischen LSV. Aber was die nicht mitbringen, ist einfach die Qualität. Und bisher haben wir im Ökobereich immer gehabt, sind eigentlich in der Regel gute, sehr gute E-Sorten, die dort angebaut wurden zum Brotbacken, für die Brotqualität. Und Sie sehen, je weiter man nach rechts rüberkommt, desto geringer wird der Ertrag, aber desto besser steigt das Backvolumina und auch die Proteingehalte. Und wir denken zum Beispiel, dass mit unserer Sorte Wendelin, die einen mittleren Ertrag mitbringt, aber sehr hohe Feuchtklebergehalte hat, auch sehr gute Backqualitäten, dass wir hier schon einen sehr guten Kompromiss haben, was Kornertrag und Backqualität und auch Unkrautunterdrückungsvermögen für den ökologischen Landbau angeht. Also das wären eigentlich so die Zuchtziele, die man hätte für den ökologischen Landbau. Gute Qualität bei geringen Eiweißgehalten, hohes Unkrautunterdrückungsvermögen und natürlich die anderen ganzen anderen Aspekte wie Resistenz natürlich mit. Wobei man immer grundsätzlich auch sagen muss, die Diskussion, wenn man extensiver wird, und da denke ich, kann die konventionelle Landwirtschaft viel lernen vom Ökobereich, dann wird alles reduziert, der Krankheitsbefall geht zurück, die Wuchshöhe geht zurück, wenn wir weniger düngen. Und deswegen ist es dann auch lang nicht mehr, sind die Extreme nicht mehr so ausgeprägt. Gut, jetzt noch ein bisschen abschließend zum schwierigsten Punkt, eigentlich Klimawandel. Was können wir da machen in der Züchtung? Züchtung auf Hitze und Trockenstress, Ertragsstabilität, denke ich, das ist sicherlich das Wichtigere, die Ertragsstabilität. Und die Frage ist immer, gibt es den Klimawandel überhaupt? Und ich habe hier mal dargestellt die Entwicklung der durchschnittlichen Jahrestemperatur in Freising von 1995 bis 2021. Und Sie sehen, es ist eine deutliche Zunahme der Temperatur da. Wir haben in 10 Jahren eine Zunahme um ein bisschen mehr wie ein halbes Grad. Und in 100 Jahren hätten wir eine Zunahme von über 5 Grad, was wir sicherlich nicht wollen und wo wir dagegen arbeiten müssen eigentlich. Was natürlich jetzt ein bisschen das Problem ist, wir haben heuer wieder ein extrem, nicht extrem, aber schon ein relativ kaltes Jahr. Das, sagen wir mal, die Züchtungsbedingungen, die Umweltbedingungen wieder der letzten Jahre wieder ein bisschen auf den Kopf stellt. Dann ändern sich aus meiner Sicht auch die Durchschnittstemperaturen im Winter, von November bis Februar über die letzten Winter dargestellt. Und Sie sehen auch, also die Wintertemperaturen haben deutlich zugenommen. Und was bedeutet es, wenn die Wintertemperaturen zunehmen, wenn wir wärmere Winter haben? Wir bekommen automatisch einen höheren Krankheitsdruck, weil sich die Krankheiten schon über Winter entwickeln können und in die ersten Vermehrungen der Krankheiten sich gehen können. Also das haben wir definitiv. Jetzt ist nur die Frage, wie kann jetzt der Züchter damit umgehen? Und ich habe jetzt von der vorherigen Ertragsgrafik, wo ich die Ertragsentwicklung in der Wertprüfung dargestellt habe, jetzt mal Stufe 1, Stufe 2 gemittelt und habe dargestellt nur noch von 2001 und Sie sehen, der Ertragszuwachs liegt jetzt nicht mehr bei 0,6, 0,5 Doppelzentner, sondern nur noch bei 0,36 im Schnitt. Das ist also deutlich geringer geworden und Sie sehen, dass die Punkte sehr, sehr springen und schwanken. Und das züchterische Problem, das wir haben, dass diese Schwankungen eigentlich jedes Jahr auf andere Bedingungen zurückgehen. Und nur beispielshaft zum Beispiel, wir haben 2018 haben wir sicherlich den wärmsten Sommer überhaupt gehabt, haben die größte Trockenheit gehabt, haben wir sehr niedrige Erträge gehabt. 2021 haben wir auch niedrige Erträge, noch niedriger wie 2018, aber verursacht durch völlig andere Dinge, nämlich durch ein kaltes Frühjahr, einen extrem nassen Sommer, wenig Sonneneinstrahlung und damit eigentlich ganz schlechte Ertragsbildungsvermögen. Sind also bei die beiden Jahre 2018, 2019 sich eigentlich total entgegengesetzt und daher macht es in der Züchtung eigentlich das schwierig und das sehen wir in den letzten 20 Jahren, denke ich, zunehmend, dass wir Ertragsschwankungen haben aufgrund sehr verschiedener Bedingungen zwischen den einzelnen Jahren und daher, denke ich, sind Sorten gefragt, die eigentlich alles abkönnen, die alles gut abpuffern können, ertragsstabil sind, vielleicht aber in den einzelnen Jahren dann auch nicht die Spitzenerträge liefern können. Was kann die Züchtung machen? Nun, Resistenzzüchtung habe ich schon abgehandelt, wenn wir mehr Krankheiten bekommen, mehr vielleicht auch insektenübertragene Krankheiten, da will ich nicht mehr drauf eingehen. Manche sagen, wir kriegen mehr extreme Frühjahrstrockenheit und mehr Spätfröste.
Da wäre eine Lösung. Natürlich Sorten mit späterer Entwicklung, die erst später zum Ehrenschieben kommen, davon nicht so betroffen sind. Und man hat es ja auch immer, winterharte Sorten oder Sorten, die von Spätfrösten weniger betroffen sind, sind die, die eigentlich im Frühjahr langsam sich entwickeln. Was wir aber vielleicht mehr bekommen, sind heiße und trockenere Sommer. Das heißt, wir müssten frühe Abreife selektieren. Wir brauchen Hitze-Trockentoleranz, wir brauchen bessere Wurzelentwicklung, wir brauchen vielleicht weniger Wasserverbrauch, vielleicht müssen wir auch dann mehr auf bekannte Sorten gehen, wie sie eigentlich in den trockenheißen Klimaten angebaut werden. Und ja, da muss man sehen. Ja, und dann haben wir vielleicht dann auch noch wiederum mehr Unwetter zur Ernte, mehr Niederschlagsereignisse. Wir brauchen doch bessere Standfestigkeit und Auswuchsstabilität. Ich möchte jetzt auf den dritten Punkt noch ein bisschen eingehen. Frühe Abreife. Was können wir da machen? Und Sie sehen hier mal dargestellt ein Sortenspektrum, alle zugelassenen Winterweizensorten in Deutschland seit 2014 mit ABC-Qualität. Und das ist einfach die Tage gezählt, die Tage ab 1. Januar, wann da das Ehrenschieben war. Und Sie sehen, das ist eigentlich schon ein bisschen eine Bandbreite. Wir können auch frühe Sorten selektieren. Die maximale Differenz zwischen extrem früh und extrem späten ist ungefähr 8 Tage. Die normale Differenzierung ist ungefähr 6 Tage. Da kann man fragen, ist das relevant vom Ertrag? Und ich habe jetzt dieses Ehrenschieben mal in Bezug gesetzt zum Kornertrag in der Wertprüfung. Und Sie sehen eigentlich, gibt es keine Beziehung zwischen Ehrenschieben, Frühreife und Kornertrag in den letzten Jahren. Das heißt also, im Moment, es gibt frühe Sorten, wie unsere Sorte Campesino, die hohe Erträge bringen. Und es gibt aber tendenziell mehr späte Sorten, die im hohen Ertragsbereich liegen. Also momentan muss man sagen, aufgrund der zurückliegenden Jahre war die Ertragsbildung immer so, dass man eigentlich die frühen Sorten nicht präferiert waren, sondern immer eher die späteren Sorten tendenziell Vorzüge hatten. Also auch da muss ich der Züchter überlegen, ja, soll ich jetzt überhaupt wirklich auf extreme Frühreife züchten oder wo geht es hin? Dann haben wir grundsätzlich, was auch Züchtung schwierig macht, vielleicht aber für einen Klimawandel vorteilhafter ist, wir haben unterschiedlichste Klimaregionen in Deutschland. Und wenn ich eine Sorte entwickeln will, muss die überall gut sein. Und das ist als Konsequenz für mich als Züchter, ich muss die Sorten eigentlich überall prüfen. Und mit den X sehen Sie eigentlich, das sind alles Prüfstandorte von uns in Feldkirchen. Die rot umrandeten sind wirklich Trockenstandorte, wo man mit vermehrt häufig Trockenstress haben oder Hitzestress. Und der Züchter kann also die Ertragsstabilität, die er anstrebt, dass Sorten auch alle Bedingungen abpuffern können, nur durch mehrortige, mehrjährige Ertragsprüfungen reichen unter den verschiedensten Anbaubedingungen. Und hier mal, wie extrem das sein kann und wie schwierig dann Züchtung auch ist, wenn man versucht, auf Klimawandelbedingungen ändern, Klimawandel zu selektieren. Sie sehen hier, das habe ich am 11. Juli aufgenommen, das Bild, das ist in unserem Trockenstandort Wettegass bei Bernburg. Da war der Weizen eigentlich druschreif. Das war also extrem früh und ich war selber erschrocken, wie früh. Und das ist jedes Jahr so, wenn ich da hinkomme, da ist der Weizen um Anfang Juli, kann man eigentlich sagen, druschreif. Und jetzt ein Beispiel, 10 Tage zuvor in Feldkirchen bei uns am Standort, wo wir 2 Wochen lang so das Wasser in den Zuchtgärten stehen hatten. Und da sehen Sie nochmal wirklich an diesen beiden plakativen Beispielen, ja, wie schwierig es ist, denke ich, auch für Klimawandel oder für Trockenregionen zu züchten, zu selektieren. Und das einzige Möglichkeit, die der Züchter hat, ist, dass er Sorten versucht herauszufinden, die auch unter diesen beiden extremen Bedingungen wirklich gute Erträge noch machen. Hier nochmal ein Beispiel jetzt über unsere Orte aus unserer Ertragsprüfung LP3 vom letzten Jahr. Und Sie sehen, wir haben letztes Jahr zwischen 90 und 50 Doppelzentner gehabt. Der schlechteste Ertrag war sicherlich wieder an diesem Trockenstandort Wettegast, den ich sehr gern nutze, diesen Standort. Die Frage ist immer, wie nutzt man diese Ergebnisse dann fürs Gesamtdeutschland, fürs gesamte Ergebnis? Und wir sind auf jeden Fall parat, haben solche Standorte, können auf Trockenresistenz, Hitzeresistenz selektieren. Ich möchte mir nur noch mal ein Beispiel zeigen. Das ist vom Herrn Gudert wieder von der Landesanstalt in Dornburg in Thüringen, der mal versucht hat, die Sortenreaktion zwischen normalen Standorten und trockenen Standorten in den Jahren 2018-19 auf Löss- und Verwitterungsböden ein bisschen rauszuarbeiten. Und Sie sehen, es gibt einfach Sorten, grün wäre jetzt der Pfeil, wären die Sorten, die relativ unter trockenen Bedingungen besser wären, rot sind die Sorten, die unter nassen oder normaleren Bedingungen besser wären oder unter trockeneren Bedingungen schlechter abschneiden.
Und es gibt hier schon Sortenunterschiede, Sortenwechselwirkungen. Man könnte auf diese Sorten selektieren. Aber aktuell, denke ich, ist in der Züchtung nach wie vor der Punkt, dass wir hier Sorten suchen müssen, die unter allen Bedingungen gut sind oder einigermaßen vernünftige Erträge bringen, weil wir einfach nichts vorhersagen können, haben wir jetzt ein trockenes Jahr, haben wir ein normales Jahr, haben wir ein nasses Jahr. Und ich denke, die Züchter nutzen dies durch ihre Standorte, die sie haben. Aber jetzt gezielt zu sagen, wir gehen jetzt nur noch auf Richtung Trockenheit, Trockenresistenz, Hitzeresistenz, würde ich nicht empfehlen. Man kann auch nochmal Ertragsstabilität jetzt nur beispielhaft an diesen beiden Sorten Asori und Reform darstellen. Sie sehen, in der Wertprüfung war Asori nur in einem Jahr besser, zwei Jahren war er vergleichwertig mit Reform. Und dann kam das extreme Trockenjahr 2018, wo er sich deutlich abgehoben hat, wo dann über 7% die Sorte Reform, was wirklich keine schlechte Sorte ist, übertroffen hat. Und auch die letzten Jahre sind beide Sorten dann im Ertrag ein bisschen abgefallen. Aber da haben wir das gehabt, dass wir in diesem extremen Trockenjahr gesehen haben, dass Sorten wie Asori mit dieser Hintergrundgenetik, die er mitbringt, da vielleicht doch Vorteile hat. Und der Sorte Asori, und wir machen dann, um einfach zu zeigen, wir machen auch was in Richtung dieser Hitze-Trockenresistenz, Klimawandel, hat eine Trockentranslokation, die vermutlich diese Hitze-Trockentoleranz bewirkt. Und daraus entstand dann dieses Leuchtturmprojekt Tertius in Richtung Klimawandel, wo wir versuchen, durch diese, in diesen Trockentranslokationen bessere Hitze- und Trockenresistenz in die Sorten reinzubringen. Und damit komme ich auch schon zur Zusammenfassung und zum Ausblick. Ich denke, auch wir Züchter sind durch die gesellschaftlichen, politischen Entwicklungen definiert und auch diese Entwicklungen bestimmen unsere Züchtungsziele. Und hinzu kommt der Klimawandel, den wir halt versuchen, über diese mehrortigen Prüfungen abzutesten. Resistenzzüchtung ist mittlerweile beim Weizen aus meiner Sicht so weit, dass wir den Nachteil der gewünschten Reduktion von Fungiziden nahezu kompensieren könnten. Und ich denke, es gibt sicherlich Regionen, Trockenregionen, wo man auch wirklich, also gerade auch dieser Trockenstandort Wettegast, da ist es immer besser, er macht gar nichts dran und lässt es mal regnen, dann hat er mehr davon, wie wenn er irgendwelche hohen Wachstumsreglermengen spritzt oder Fungizide ausbringt. Inwieweit die Züchtung die Reduktion des Düngereinsatzes und damit die damit folgende Qualitätsminderung kompensieren kann, das ist sicherlich schwierig, können wir ein bisschen was machen, aber nicht alles lösen, denke ich. Wenn nach wie vor hohe Qualitäten gesucht sind, dann muss man die bezahlen und muss vielleicht ein bisschen auf Kornertrag verzichten. Züchtung für den Ökolandbau ist, denke ich, problemlos möglich. Hinsichtlich des Klimawandels, denke ich, für die Züchtung auf Ertragsstabilität wesentlich wichtiger und man muss einfach versuchen, hier diese unterschiedlichsten Witterungsbedingungen, Schwankungen durch sein Prüfsystem abzupuffern. Und wir müssen einfach weiter versuchen, alle Eigenschaften optimal zu kombinieren in den Sorten und damit voranzukommen. Je mehr man aber versucht, andere Eigenschaften mit einzubauen, desto weniger ist natürlich auch der Zuchtfortschritt im Merkmal Kornertrag. Je mehr Dinge man bearbeitet, desto langsamer wird das Einzelmerkmal, das man bearbeitet, im Zuchtfortschritt. Und wir versuchen also diese Ertragsstabilität und die Anpassung an den Klimawandel über mehrjährige, mehrortige Prüfungen zu erreichen in den verschiedensten Klimaregionen. Und was ich auch betonen möchte, also für uns mittelständischen Züchter, kleineren Züchter, sind also regionale, unabhängige Landessortenversuche wirklich die Voraussetzung, dass man der Landwirtschaft auch regional angepasste Sorten anbieten kann und auch empfehlen kann. Also das wäre sehr, sehr schade, wenn die mal aufgrund staatlicher Maßnahmen, und das wäre auch für die Landwirtschaft wichtig, dass es diese Versuche weiter gibt, dass die weiter durchgeführt werden. Mein Ratschlag an die Landwirte wäre, um diese ganzen Anbaurisiken, die ich geschildert habe, abzupuffern, das soll einfach die Sortenvielfalt nutzen, nicht in großen Betrieben nicht nur eine Sorte anbauen, sondern vielleicht 5, 6, eine frühe, eine späte, auswuchssichere, winterharte, einfach um diese ganzen Risiken schon von Haus aus ein bisschen zu mindern. Ja, und wir Züchter können eigentlich nur arbeiten, wenn wir eine ausreichende Finanzierung haben, durch den Kauf von Z-Saatgut bzw. die Erklärung des Nachbaus. Und nur dann, wenn wir refinanziert werden, können wir auch diese ganzen Wünsche eigentlich erfüllen. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit. Normalerweise habe ich jetzt hier immer noch ein Bild von meinem Züchtungsteam während der Ernte. Das sind dann 25 bis 30 Leute. Aber aufgrund des Datenschutzes war ich jetzt heute ein bisschen vorsichtig und habe die rausgenommen, nicht, dass einer irgendwo sich dann sieht und sagt, halt, nee, das wollte ich eigentlich nicht. Und damit danke ich allen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Kempf. Ich denke, es war ein sehr interessanter Vortrag, vor allem schön gezeigt, die Vielschichtigkeit,
um zu einer Sorte zu kommen, um letztendlich auch zu sagen, was sind die Ziele, die wir erreichen wollen, dass man nicht immer alle Ziele gleichermaßen erreichen kann. Ich glaube, da wird man versuchen, irgendwann den Kreis zu quadrieren. Auch glaube ich, das ist sehr, sehr gut rausgekommen. Ja, ja. Vielen Dank dafür. Also ich denke, und was ich auch sagen muss, das war vielleicht jetzt ein bisschen Secobra-lastig, dieser ganze Vortrag, ist natürlich klar, weil es die eigenen Produkte sind, das ist logisch. Aber ich denke auch, es ist ganz wichtig, dass wir diese mittelständische Züchtungsstruktur in Deutschland erhalten, dass die erhalten bleibt. Und das wirklich wird ja in verschiedensten Regionen Weizen gezüchtet, Getreide gezüchtet, dass man, und da ist jede Region wichtig. Und wenn jemand jetzt zum Beispiel wie die Nordsaat im Trockengebiet im Harzer Vorgebirge züchtet oder Vorland, dann sind die Sorten vielleicht auch ein bisschen besser geeignet für diese Trockenheitsregionen wie jetzt die Feldkirchner Sorten. Mhm. Okay. Bringt mich im Prinzip schon zu unserer ersten Frage, die wir erhalten haben. Und zwar haben wir ja gesehen, dass es heute, wenn wir den Weizen oder die Weizensorten in Deutschland anschauen, dass es einen bunten Strauß an Sorten gibt, an Sorten, die unterschiedlichste Eigenschaften mitbringen. Frühreife Sorten, um vielleicht nach Vorsommertrockenheit ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Spätreife, wenn es um Winter oder um Spätfröste zum Beispiel geht. Gehen Sie davon aus, dass es realistisch ist, diese Bandbreite an Sorten zu halten für die Zukunft? Oder sehen Sie da schon eher eine Verengung auf weniger Sorten? Also komme ich wieder zur mittelständischen Züchtung zurück. Wenn wir die in dieser Bandbreite mit diesen, sagen wir mal, 15 bis 18 Zuchtprogrammen in Deutschland halten können, dann und auch das Bundessortenamt ist auch sehr daran interessiert, immer eine größere Vielfalt an Sorten zuzulassen, die alles Mögliche abdecken können, dann bleibt uns diese Vielfalt erhalten. Wenn wir uns aber aufgrund finanzieller Zwänge mal nicht mehr finanzieren können und wir haben schon erheblichen Strukturwandel gehabt in der mittelständischen Züchtung, dann wird sicherlich so sein, dass das auch eingeengt wird. Sagen wir mal, ein großer Konzern wird kein Interesse daran haben, nur eine Sorte für Bayern zu entwickeln oder sowas. Der wird dann sagen, nee, wenn, dann will ich eine Sorte möglichst europaweit oder zumindest deutschlandweit vermarkten und dann nur dort anbieten dann eigentlich. Das bringt mich zur nächsten Frage. Wie stehen wir denn in Europa da als Deutschland, wenn man jetzt das Weizenzüchtung betrifft? Was sind die Aktivitäten um uns herum? Ich denke, es gibt um uns herum, in jedem Land gibt es Zuchtprogramme, Frankreich, Holland, Dänemark. Dänemark zum Beispiel vielleicht nur zwei Programme, aber es ist auch ein wesentlich kleineres Land. Polen, Tschechien, Österreich, überall wird gezüchtet. Mhm. Und das ist eher der Nachteil von Deutschland, weil natürlich diese Sorten alle nach Deutschland auch irgendwo irgendwie reindrängen und in Konkurrenz zu unseren eigenen Sorten stehen. Mhm. Während wir vielleicht mal für Frankreich eine Sorte haben, aber eine polnische Sorte für Frankreich wird eher nicht gehen eigentlich dann. Ja. Aber das ist vielleicht auf der anderen Seite auch wieder ein Vorteil für die deutsche Landwirtschaft, dass man dann auch das ganze Spektrum, das aus dem angrenzenden Ausland reinkommt, auch mit abprüft, abtestet. Und solche Sorten werden ja in sogenannten EU-Sortenversuch geprüft, getestet. Und wenn sie gut sind, werden sie auch solche ganz frühreife Sorten auch für das Rheinland, also für die westlichen Regionen in Deutschland empfohlen. Mhm. Okay. Wir haben eine Frage erhalten hinsichtlich Reinweiten. Sie haben auf der einen Seite gezeigt, dass es natürlich offensichtlich unterschiedliche Sorten gibt, die unterschiedliches Unkraut Unterdrückungspotenzial haben. Jetzt, wenn wir uns über Reihenweiten unterhalten, gehen wir mal von, wir machen heute viel 15, vielleicht auch 25, um was hacken zu können zwischen den Reihen. Wie ist denn Ihr Eindruck? Gibt es Sorten, die diesen weiten Reihenbereich effektiv dann auch nutzen können? Oder verlieren wir da schon durch Reihenweite auch Ertrag? Schwierige Frage, weil ich selber wenig Erfahrung dazu habe, habe da noch nie Versuche dazu gemacht. Okay. Habe auch noch nie viele Sortenversuche gesehen, wie reagieren die. Ich habe heute erfahren, dass im Hause Horst solche Versuche jetzt stattfinden. Aber wie gesagt, bin ich ganz gespannt, würde mich interessieren. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Sorten, die vielleicht sehr bestockungsfreudig sind, den Platz vielleicht besser nutzen können. Grundsätzlich ist es so, dass ich glaube mal, dass die Ertragsreduktion durch breitere Säereien Abstände nicht gar nicht so groß sein wird. Also man hat gefunden, also damals, als die Fahrgassen eingeführt worden sind, haben ja auch viele gesagt, ja, da verliert der Ertrag. Und im Endeffekt war so, gab es Untersuchungen, dass das zu 95% kompensiert worden ist. Mhm. Also ich denke, dass das die Pflanzen ganz gut ausnutzen können dann eigentlich. Mhm. Und man sieht ja auch, sobald wie eine Pflanze mehr Platz hat, macht sie mehr Triebe, macht sie mehr Ähren, macht sie mehr Körner in der Ähre. Genau. Ja, man, das ist tatsächlich auch ein Teil unserer Frage natürlich hier, wie geht man mit unterschiedlichen Reihenabständen um, weil wir halt gerade momentan eine sehr große Dynamik auch finden oder zumindest einen sehr großen Pulk an Fragen in die Richtung.
breitere Reihe, welche Sorte, welche Saat, Stärken und so weiter. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr interessanter Bereich, wo man da in Zukunft auch Antworten finden kann. Ja. N-Effizienz habe ich mitgenommen, züchterisch in Nuancen möglich, ja. Aber da dürfen wir uns nicht die große Veränderung jetzt erstmal erwarten als Ackerbauern. Also da denke ich, wenn ich kurz einwerfen darf, spielt die Vorfrucht eine wesentlich größere Rolle eigentlich dann. Also wir haben gerade auch in den Versuchen mit der Landesanstalt haben wir gesehen, wenn ich Vorfrucht Körnermais habe, lasse das Körnermaisstroh alles im Feld, da kann ich noch so viel düngen, komme ich in einen negativen Saldo rein, weil der Stickstoff, den ich dünge, aller von dem Körnermaisstroh mehr oder weniger aufgezogen wird. Mhm. Wenn ich nach Raps oder nach Ackerbohnen gehe, dann komme ich in Verhältnisse rein, wo ich gegenüber der Düngerverordnung vielleicht nur 40, 50, 60 Kilo sparen kann und entziehe trotzdem noch mehr, wie ich eigentlich gedüngt habe und habe trotzdem schöne Erträge und gute Qualitäten. Mhm. Also das muss man immer im Zusammenhang mit den Fruchtfolgen und so weiter sehen. Ich sage ja auch immer, wir haben ja viel Körnermaisanbau mittlerweile. Wir haben jetzt den Körnermais bei uns im Raum Feldkirchen, ist Mitte November teilweise gedroschen worden. Dann hat man noch Weizen gesät. Ich sage immer, der Weizen ist eigentlich in Anführungsstrichen ein armer Teufel, was er da alles aushalten muss nach dem Körnermais. Bei der N-Effizienz ist nur eine Frage aufgetaucht. Haben Sie Erfahrungen hinsichtlich unterschiedlicher Bestandesdichten zu sagen, kriegen wir eine höhere Effizienz hin, wenn wir versuchen, den Weizen tendenziell dünner zu führen, den Bestand schon mal dünner säen und dann das ganze Jahr natürlich auch versuchen, ein Stück weit dünner zu führen? Das weiß ich nicht. Also ich denke, eher wichtig ist, dass man vielleicht dann mal Untersuchungen macht, dass wirklich der ganze Stickstoff, der auch im Blatt und so weiter vorrangig ist, dass der ins Korn umgelagert wird dann eigentlich. Mhm. Weil da wissen wir eigentlich auch noch relativ wenig drüber, wie viel hat eigentlich die Gesamtpflanze an Stickstoff aufgenommen. Mhm. Und ob man das durch Reihen oder ob es da unterschiedliche Sortentypen gibt, weiß ich nichts. Muss ich ehrlich sagen, bin ich blank. Okay. Wir haben noch eine Frage kurzfristig bekommen. Sehen Sie vorne? Ich denke, Sie haben darauf gewartet, genau. So, Ihre Einschätzung, Einsatz vom CRISPR-Cas-Verfahren in der Pflanzenzüchtung? Ja, das ist jetzt ein sehr, sehr heikles Thema, muss ich sagen. Also ich sage es mal so, es werden hier sehr, sehr viele Erwartungen geweckt, die man vielleicht jetzt auf die Schnelle so noch nicht erfüllen kann. Ja. Weil wir einfach noch viel zu wenig wissen über Genfunktionen, wo muss ich gezielt eingreifen, um tatsächlich irgendwas bewirken. Und bisher mit der Genschere kann man ja, sagen wir mal, einzelne Mutationen auslösen, wie sie vielleicht natürlich auch vorkommen. Man kann dann vielleicht Resistenz gegen ein Merkmal bewirken. Nur ist es auch wieder, bisher ist mir kein so richtiges Beispiel bekannt eigentlich, was wir nicht konventionell auch lösen könnten. Und alle Merkmale, die natürlich interessant sind, wie Ertrag, Qualität, sind so vielschichtig von so vielen Genen bewirkt, dass man, denke ich mal, so schnell mit CRISPR-Cas, mit der Genschere, nichts erreichen kann dann eigentlich. Mhm. Also ich bin da immer ein bisschen vorsichtig und sage, Leute, weckt nicht zu viele Erwartungen mit dieser Geschichte, dass ihr plötzlich dann die Sorten habt, die mit 200 mm Regen auskommen und 40 Grad Hitze aushalten können und trotzdem 80 Doppelzentner dreschen. Das, glaube ich, wird nicht der Fall sein eigentlich. Und solche Erwartungen werden aber teilweise geweckt, denke ich mal. Und gerade auch für uns mittelständischen Züchter, also ich meine, das ist in Firmen, wir haben es vorher ja im vorherigen Vortrag gehört, Mais und die ganzen Cash-Crops, die viel Geld verdienen, da kann man viel Geld reinstecken, kann auch viel Geld in diese Arbeiten stecken. Aber man muss wirklich sagen, in der Weizenzüchtung in Deutschland haben wir vielleicht Einnahmen von 30 bis 40 Millionen. Davon müssen wir diese 15 bis 18 Programme finanzieren. Und dann bleibt eigentlich kein Geld mehr für irgendwelche neuen Technologien und über. Und gerade für uns mittelständischen Firmen ist auch so, dass die ganze Patentsituation in dem Bereich auch nicht geklärt ist. Und wenn heute einer ein tolles Resistenzgen einbaut mittels CRISPR-Cas, dann will der auch Patentgebühren dafür und Lizenzgebühren. Und dann ist immer die Frage, nutze ich das dann oder wie wichtig ist das dann eigentlich? Mhm. Also für die Getreidezüchtung bin ich momentan eher noch skeptisch, was CRISPR-Cas angeht. Mhm. Okay. Also ich meine, dass man das mal versucht und sagt, okay, das ist tatsächlich eine Mutation. Aber da hängt aus meiner Sicht sehr viel mit dem EU-Gentechnikgesetz zusammen, das nach wie vor alles als Gentechnik definiert, was von außen in die Zelle kommt. Mhm. Und da muss das zuerst mal geändert werden, bevor man überhaupt in Europa da anfangen kann. Darüber ernsthaft nachzudenken in der Praxis. Mhm. Okay. Bei der Züchtung, also wir haben ja in Ihrem Vortrag gesehen, Sie haben sehr, sehr viel oberirdisch bewertet, Pflanzengesundheit, am Ende natürlich die Qualität des Ernteprodukts, was sicher über allem steht.
Wie weit wird sich in der klassischen Züchtung auch mit dem Thema Wurzel und Wurzelleistung beschäftigt? Das ist die sogenannte Blackbox, wo wir nichts drüber wissen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also man versucht, so indirekt zu extrapolieren, dass man sagt, okay, wenn eine Sorte tollen Ertrag hat und gesund ist, und dann hat sie auch eine gute Wurzelleistung dann eigentlich. Oder indem, dass man halt auf solche Extremstandorte geht und guckt, wie sind da die Sortenunterschiede, kann ich damit was anfangen. Aber Wurzeluntersuchungen ist ein ganz, ganz heikles Kapitel. Das wird jetzt zum Beispiel in diesem Tertius-Projekt auch mitgemacht, dass wir versuchen zu schauen, gibt es da Unterschiede zwischen den Sorten, die die Translokation haben und den Sorten, die die Translokation nicht haben. Aber das ist dann alles sehr, sehr hochwissenschaftlich, was der normale Züchter eigentlich gar nicht leisten kann dann eigentlich. Also wir versuchen das halt einfach immer indirekt, viele Standorte, viele Prüfungen, das Ganze eigentlich abzutesten. Dann eigentlich. Aber Ihre persönliche Einschätzung, steckt da Potenzial drin, sich da sozusagen in den Boden vorzuarbeiten bei der Züchtung? Potenzial steckt drin, aber wir als Züchter können das nicht leisten. Also ich denke, wenn ich wüsste, man mal rausfindet, man mal Bandbreite von, was weiß ich, 100 Sorten untersucht und schaut, wie unterscheiden die sich tatsächlich dann in der Wurzelleistung. Und dann kämen welche raus, die wesentlich besser wären. Dann würde ich sagen, da kann man mit denen kreuzen oder die versuchen einzuarbeiten. Aber was ich wieder ein wenig skeptisch bin, ist eigentlich, man hat auch in den Sortenmischungen versucht, findet man, dass die Sorten eigentlich keine höheren Erträge bringen. Das heißt also, in der Wurzelleistung sind sie nicht verschieden dann eigentlich. Und deswegen bin ich da eher skeptisch und man findet, ich denke indirekt in dem, dass man auf wirklich Sorten mit hohem Leistungsvermögen züchten, selektieren, packt man das mit ab. Es wird ja auch immer diskutiert, man muss, sagen wir mal, für Grenzertragsregionen, muss man auch dort selektieren. Aber alles, was ich an Versuchsergebnissen, Kenntnissen zeigt, dass die Sorten, die unter guten Bedingungen die besten sind, die sind auch unter schlechten auch immer in der Regel die besten dann eigentlich. Also das kriegt man dann irgendwo indirekt mit. Dann. Also es ist eine Ableitbarkeit gegeben, nach Ihrer Erfahrung. Gut, Herr Dr. Kempf, vielen Dank für die spannende Diskussion jetzt im Anschluss an den Vortrag und nochmal vielen Dank, dass Sie zu uns hier nach Schwandorf gekommen sind. Kein Problem. Ja, damit werden wir hier im Rahmen von Horst Schleif das Thema Weizenzüchtung abschließen. Wenn noch Fragen von eurer Seite da sind, gerne im Anschluss im Chat. Die Fragen leiten wir auch, wenn sie im Detail gestellt sind, natürlich auch gerne noch weiter, wenn Sachen geklärt werden sollen. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ja, und wir sind in wenigen Augenblicken wieder hier zurück im Studio. Vielen Dank.